Sie haben Ihr erstes Schaurennen freigeschaltet. Vom Autocross bis zur Überholungsherausforderung gibt es viele verschiedene Arten von Schaurennen, die in separate Gruppen unterteilt sind. Sie haben jetzt Zugriff auf diese Schaurennengruppe. Wählen Sie sie aus, um mehr über diese aufregenden Veranstaltungen zu erfahren. The motorsport pyramid is rocky and steep, and very few drivers make it to the very top. Only they know what it's like to race at Le Mans, or Indianapolis, or Bathurst, in cars tailor-made for the occasion. In these showcases, you can get one step closer to experiencing these races and glimpse into the life of a professional racing driver. Here, you'll drive the world's greatest race cars on some of the most famous circuits in international racing. Diese Veranstaltungen sind alle Teil der Gruppe Rennfahrererlebnis. Wählen Sie diese Veranstaltung, um Ihr erstes Schaurennen zu starten. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Indianapolis Motor Speedway statt, der 1909 mit einem Heißluftballonrennen eröffnet wurde. IndyCar, America's ultimate single-seater championship, in which cars must somehow remain grounded while doing 230 miles per hour on a banked oval. So aerodynamics is king, which is why these look unlike any other single-seaters in the world. In fact, every team must use a standard Dallara chassis, but can choose between a Chevrolet or Honda engine. Thank you.
Ihr nächstes Rennen findet bei Starkregen auf dem Sebring International Raceway statt. Die nasse Fahrbahn stellt sie gleich vor mehrere Probleme. Die Reifen verlieren in Kurven schneller die Haftung. Bremswege werden länger und es bilden sich tiefe Pfützen, die zu Aquaplaning führen können. Wenn Sie sich einer echten Herausforderung stellen wollen, können Sie Drivatar-Schwierigkeitsgrad wählen und das Fahrkönnen Ihres Gegners so einstellen, dass er Ihnen ebenbürtig ist.
große Preise wurden hinzugefügt. Dies geschieht stets beim Erreichen der nächsten Fahrerstufe. Also bleiben Sie dran, um zu sehen, was Sie als nächstes erwartet. Sie erhalten für jede erreichte Herstelleraffinitätsstufe eine Creditbelohnung. Glückwunsch! Sie haben die Qualifikationsserie erfolgreich abgeschlossen.